Der Unfall passiert unmittelbar vor der Straßenbahnhaltestelle Karcher Allee am Großen Garten in Dresden. Die Tram schleift einen Minivan mehrere Meter weit mit. Zuvor soll die Fahrerin des Wagens trotz Zwangspfeil nach rechts einfach geradeaus gefahren sein. Die Straßenbahn kracht nahezu ungebremst in die Fahrerseite des Autos. Durch die Wucht des Aufpralls entgleist die Bahn. Und die Unfallverursacherin stirbt noch an der Unfallstelle. Also nach meiner Information ist ein Pkw nicht vorschriftsmäßig gefahren, ist mit der Straßenbahn kollidiert. Deshalb kam es zu dem schweren Unfall und die Feuerwehr ist hierher gekommen und hat vorgefunden, ein Pkw in Straßenbahn entgleist und sehr viele Personen in der Straßenbahn. Mehrere Fahrgäste werden verletzt, drei müssen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Rettungskräfte sprechen von einem Masseanfall von Verletzten. Nicht nur Rettungswagen müssen zusätzlich zur Unfallstelle gerufen werden, auch Notfallseelsorger. Einige, die in der Straßenbahn saßen, sind traumatisiert. Das Nachsorgeteam hat 6 Personen betreut, 4 vor Ort. Und 2 Personen werden noch betreut von dem Nachsorgeteam. Weil die Straßenbahn durch die Entgleisung einen Oberleitungsmast umgefahren hat, müssen die Dresdner Verkehrsbetriebe den Strom abschalten. Der öffentliche Nahverkehr funktioniert im Bereich des Großen Gartens nur eingeschränkt. Wann hier wieder Straßenbahnen fahren können, ist noch unklar, weil vermutlich auch das Gleisbett beschädigt ist.